Einer für alle, alle für Malle oder das N in Mallorca steht für Niveau. Das sind meine Fundstücke auf der Suche nach originellen Malle-Sprüchen. Ihr merkt, da ist noch Luft nach oben. Aber erstmal herzlich willkommen. Das 17. Bundesland. Wir haben den Ballermann 6. Ich liebe die Ofen. Der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil und Stefan Netzeband. Wir senden bis zum Saisonende hier beim 17. Bundesland und nach allem, was unser Inselreporter uns vorab durchgekabelt hat, wird das eine sehr spannende Ausgabe heute. Hallo lieber Ingo. Eine, auf die ich mich auf jeden Fall sehr freue. Hallo Stefan. Ganz meinerseits. Der Bierkönig, der bietet wieder Gesprächsstoff und leider wieder mal keinen guten. Wir hatten ihn ja in der letzten Ausgabe auch schon als Verlierer. Ingo, was hat es denn auf sich mit einer halbseidenen Einnahmequelle der Türsteher, von der du berichtet hast? Naja, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Und das erlebt gerade die Führungsriege des Bierkönigs. Denn die Absenz von Führung hat dafür gesorgt, dass die Türsteher und Securities sich eine neue Einnahmequelle erschlossen haben. Nämlich in der letzten Woche gab es die ersten Meldungen, dass die Türsteher tatsächlich eine Spende verlangen, wenn man vom alten in den neuen Bereich des Bierkönigs gehen will. Im neuen Bereich finden die Auftritte statt. Und da hieß es, du kommst hier nur rein, wenn du mir Geld gibst. Und das Absonderliche ist, als die Leute da wieder raus wollten, beziehungsweise aus dem Bierkönig, wurden sie erneut von den Türstehern aufgefordert, eine Spende zu entrichten, denn sonst müssten sie im Bierkönig bleiben. Also sowas habe ich hier am Ballermann auch noch nicht gehört. Ja, also, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe den Bierkönig damit tatsächlich auch konfrontiert und die gaben sich echt überrascht. Die wussten davon nichts. Wobei das ja nun schon auffällig ist, wenn die Türsteher mit einem Eimer da am Ausgang stehen und Geld einsammeln oder auch am Ausgang. Also sie haben dann selber recherchiert und tatsächlich das bestätigt, was ich gerade gesagt habe und daraufhin mit dem Chef des Sicherheitsdienstes gesprochen. Das ist eine externe Firma. Die Konsequenz ist, dass die Securities, die das gemacht haben, jetzt nicht mehr im Bierkönig arbeiten und ausgetauscht worden sind. Und ich weiß von einem Gast, bei dem habe man sich auch entschuldigt, nachdem das rausgekommen ist, dass er hat zahlen müssen, dem hat man 3 Cola-Bier ausgegeben. Also ein echt schönes Happy End. Also Cola-Bier, ob das schön ist, weiß ein anderes Diskussionsthema. Mich erinnert das auf jeden Fall ein bisschen, ich bin ja nicht mehr der Allerjüngste, wie du ja auch, wirklich an den Zwangsumtausch an der DDR-Grenze, wenn wir als Westler damals rüber sind, musste man 25 D-Mark damals pro Tag in Mark Ost umtauschen und das musste man aus dem Weg zurück, musste man das auch wieder nachweisen, sonst hatte man Probleme an der Grenze. Also ob das Vorbild der Türsteher hier war, mag ich mal zu bezweifeln. Wer weiß, aber es gemahnt zumindest daran. Bei den unschönen Neuigkeiten kommen wir jetzt zum nächsten Teil. Da geht es um das Medienleben der Insel. Ein Kapitel, das wir beiden, du und ich, Ingo, von Anfang an begleitet haben. Als nämlich unser Podcast startete in diesem Frühjahr, da startete ja fast zeitgleich auch ein neuer Radiosender auf Mallorca, nämlich namens Mallorca 1. Und zu den Moderatoren gehörte Dschungelkönig Per Kusmak, der sich, wir hören gerne nochmal rein, damals sehr euphorisch äußerte im Interview mit dir, Ingo, über den Start dieses Senders. Ich habe einfach relativ risikoreich meine Festanstellung in Berlin gekündigt bei einem Radiosender und wir sind hier nach Mallorca gezogen, kurz vor Weihnachten. Und dann auf einmal gab es dieses Angebot, gab es diesen neuen Radiosender Mallorca 1, der für Deutschland, aber vor allem natürlich auch für Mallorca sendet, hier mit einer FM-Frequenz in Deutschland über digitales Signal. Und die haben Moderatoren gesucht, da habe ich mich beworben und wir kamen da relativ schnell zusammen und das ist wirklich, da geht wirklich so ein Traum in Erfüllung. Also eine tolle Gelegenheit damals für Per, aber Ingo, jetzt ist das Ganze nicht mehr so oder nicht mehr wie es war, was ist passiert mit diesem Sender? In der Tat ist das Projekt mit großen Ambitionen gestartet im Frühling, wobei ich da auch wieder ein Motiv unterstellen muss, nämlich in gewisser Weise Rache, was man ja sehr häufig hier als Motivator nimmt auf der Insel. Otto Flaschka, der Programmleiter von Radio Mallorca 1, war
jahrelang Programmleiter beim Inselradio. Und die haben sich am Ende so richtig verkracht miteinander. Und ich glaube, dass der Flaschka tatsächlich da mal zeigen wollte, wie Radio wirklich funktioniert. Nur hat das nicht so richtig funktioniert, denn trotz einer gesicherten Finanzierung, wie mir am Anfang der Saison gesagt wurde, hat man jetzt aufgehört, die Moderatoren zu bezahlen. Die sind im September nicht bezahlt worden und haben daraufhin das Moderieren eingestellt. Darunter auch tatsächlich Per Kusmak. Und seit letztem Wochenende ist es sogar so, dass Radio Mallorca 1 nicht mehr terrestrisch sendet. Die haben hier tatsächlich eine FM-Frequenz, das ist die 106,3 und da hört man seit dem Wochenende nichts mehr. Ich habe dann mal beim Radio angerufen, bei Radio Mallorca 1 und die sagten mir, da ist ein Relais wohl durch Regen beschädigt worden an der Sendestation, die hier auf dem Berg steht. Und da dachte ich mir, merkwürdig, weil du warst ja selber mal beim Radio, Stefan, du weißt, solche Sendeausfälle werden von Dienstleistern wahnsinnig schnell behoben, weil das ist ja bares Geld. Aber vielleicht war das technisch verbunden, Ingo, mit einer Ostsee-Gaspipeline. Das ist eine russische Sabotageaktion. Man weiß es nicht. Nee, aber bei meinen Recherchen fiel mir auf, also tatsächlich, die Radiosender hier auf der Insel haben Vertragspartner technische, die sowas sofort lösen. Diese Vertragspartner hat man allerdings nicht, wenn man keine wirklich legale Radiostation betreibt. Und tatsächlich diese Frequenz, auf der Radio Mallorca 1 sendet, ist eigentlich so eine Regionalfrequenz Bini Salem, die gar nicht zu gewerblichen Zwecken dient. Also wir haben da ganz viele Merkwürdigkeiten. Also erstmal die Moderatoren werden nicht mehr bezahlt, dann sendet man nicht mehr. Die Ausrede mit dem Relais nehme ich jetzt mal so hin, aber dann, es gibt gar keine echte Sendefrequenz. Ich habe daraufhin den Programmleiter Otto Flaschka angerufen, der hat gesagt, ich bin gar kein Programmleiter mehr. Aber er steht im Internet noch da als Programmleiter und dann hat er gesagt, na gut, ich bin nur noch stiller Teilhaber und interessiere mich nicht mehr für interne Vorgänge und kann dazu nichts sagen. Also wirklich sehr merkwürdig. Und dann habe ich den Jens Becher, den Geschäftsführer, angerufen. Klammer auf, der wollte im letzten Jahr mit Melanie Müller eine Kneipe zusammen hier aufmachen namens Likörchen. Aber stattdessen hat er wohl ein anderes Investitionsfeld gefunden, sowas ähnliches wie das Likörchen, das Radüchen. Und der braucht jetzt mehr Zeit, um auf meine Fragen zu antworten. Allerdings, ein Radiosender ohne Moderatoren, der nicht terrestrisch sendet, ist eigentlich auch kein Radiosender mehr. Also ich glaube, von diesem Projekt wird sich Mallorca auch demnächst verabschieden. Es sei denn, Jens Becher erklärt mir nochmal, welcher perfide Plan dahinter steckt. Damit könnte sich also der Sender Mallorca 1 vielleicht bei den Verlierern der Saison einreihen. Aber Ingo, die hatten wir ja schon, wenn man so will, ist diese Liste geschlossen. Heute sind nämlich die Gewinner dran. Wir können das gerne, Ingo, wieder so machen wie beim letzten Mal. Ich nenne jetzt also die Preisträger, die du auserwählt hast. Du hast ja alle deine Klassenbuchnotizen nochmal studiert für diese Rubrik. Und du gibst dann die Begründung durch wie gehabt. Bei einigen Dingen bin ich auch neugierig. Zum Beispiel schon gleich bei Punkt 1 zu den Gewinnern der Saison 2022 gehört der Ballermann-Sound, Ingo. Der Ballermann-Sound an sich und im Prinzip auch die jungen Wilden, also DJ Robin, Schürze, Julian Sommer. Es ist ja tatsächlich so, der Ballermann-Sound hat ja in Deutschland nie wirklich eine großartige Rolle gespielt. Nicht im Radio, nur höchstens auf Mallorca-Partys, nicht mehr beim Oktoberfest. Aber das hat sich jetzt so wirklich wahnsinnig geändert durch diese vielen Chart-Entries. Wir hatten den Sommerhit des Jahres mit Laila, dann kam noch Olivia hinterher, die auch in den Top Ten waren, Lea und jenseits der Frauennamen gab es noch Der Zug hat keine Bremsen von Mia, Julia und Lorenz Büffel, alle in den Charts, das gab's tatsächlich noch nie. Also der Ballermann-Sound ist in Deutschland angekommen und erfreut sich zunehmender Beliebtheit, was, glaube ich, auch der Corona-Krise im Prinzip geschuldet war, die ja verhindert hat, dass wir 2 Jahre Party machen konnten. Und jetzt hat der Ballermann den Sound des Sommers geliefert. Also meiner Meinung nach der Hauptgewinner der Saison ist der Sound und die Leute, die dahinter stecken. Auch Gewinner, aber viel älter, die Flippers, die Erinnerung, Remember the Flippers, wie ich mal oft Englisch sagen kann. Wenn du uns das nochmal nachführst, wir Stammhörer haben schon Verdacht, was du nur meinst mit genau, warum wir die Flippers. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers. Also das wurde am Strand, besonders in der zweiten Hälfte der Saison, eigentlich wirklich überall und dauerhaft
gesungen und hat Laila sozusagen hier im Herbst als Hit des Jahres abgelöst. Ein Song aus dem Jahre 2009 schießt hier in die Hirne der Ballermänner und alle fragen sich, wie kann denn das passieren? Wir haben die Antwort gefunden und zwar bei zwei DJs, DJ Bungie aus dem Bierkönig und DJ Robin aus dem Oberbayern. DJ Robin ist übrigens derjenige, der auch für die Nummer 1 Laila mitverantwortlich ist. Und DJ Bungie hat uns mal erklärt, wie diese Nummer von Olaf Malolepski von den Flippern, der hier auch auf der Bühne stand schon mehrfach, wieder zum Ballermann-Hit werden konnte. Wo die ganzen Clubs und Läden dicht hatten, haben ja diverse DJs Twitch gemacht und auf Twitch waren dann auch immer ein paar Leute, die sich Flippers gewünscht haben. Am Anfang wurde das ein bisschen belächelt und irgendwann war das so ein Kultding und das waren dann mehr oder weniger DJ Robin, DJ Attila und Halbsteif und meine Wenigkeit, die regelmäßig Streams gehabt haben und wo viele, viele Leute dabei waren, die sich dann die Flippers gewünscht haben. Und dann war es irgendwann so ein Running Gag, dass wir dieses 40 Jahre die Flippers reinbauen. Alle glauben, und gerade der Olaf selber glaubt auch, dass das einfach ist, weil der Song auf einmal aufgetaucht ist. Aber einfach aus dem Nichts passiert es leider nie. Oder zum Glück, wie man auch immer das sehen mag. Also das ist die Geschichte von 40 Jahre die Flippers. Also Olaf Malolepski kann sein Glück nicht fassen und erlebt hier gerade seinen dritten oder vierten Frühling auf der Insel. Und es braucht auch ein bisschen Glück, um diesen späten Frühling zu erleben, haben wir gelernt. Auch bei den Gewinnern der Megapark, von dem auch bei uns schon oft die Rede war. Das ist also dein Resümee eigentlich, sagen wir mal, im Wettrennen dieser Clubs, ja? Ja, mir wird ja immer wieder unterstellt, so eine gewisse Nähe zum Megapark zu haben. Aber also selbst wenn ich es drehen und wenden würde, der Megapark ist die Nummer eins der Clubs, kann man sogar sagen, auf Mallorca. Und das von Anfang an. Saisoneröffnung am 6. April, 200 Meter Schlange bei Mickey Krause. Und ich habe das Gefühl, diese Schlange ist dauerhaft da gewesen. Auch jetzt, ich habe diese Woche mit Lorenz Büffel geredet und er sagte, Montag 17.30 Uhr, bums, voll der Laden und das im Oktober. Das ist schon der Wahnsinn. Und was der Booker Sigi Hollais da geschafft hat, ist es tatsächlich, den Ballermann in gewisser Weise in Künstlerkreisen gesellschaftsfähig zu machen. Also H.P. Baxter von Scooter stand hier auf der Bühne. Dante Thomas, Blümchen, Finch, Knossi, Echo Fresh, die Teile der 187er Straßenbande, das neben den ganz normalen, also sagen wir Standardkünstlern am Ballermann wie Mickey Krause und Lorenz Büffel. Der Megapark war diese Saison sogar so stark, dass die ganzen Probleme da überhaupt gar nicht ins Gewicht fielen oder einen Aufschrei es überhaupt nicht gegeben hatte. Der Bierpreis ist um 2 Euro erhöht worden. 3 Euro teurer als auf dem Oktoberfest, 15,80 Euro. Aber man bekommt ein T-Shirt dazu. Interessiert eigentlich niemand, regt niemand auf. Der Megapark hat spontan mal 25 Euro Eintritt genommen. Das haben auch alle hingenommen, bis auf Mickey Krause, der darüber sehr erbost war, dass man zu seinem Konzert zahlen musste. Und daraufhin hat man sich dann auch nach einem kürzeren Streit von Mickey Krause erstmal verabschiedet fürs Jahr 2023. Also der Megapark ist so selbstbewusst, dass die sogar sagen, ja, wir schaffen es im nächsten Jahr auch ohne Mickey Krause. Und der Gewinner der Clubs und wirklich alles richtig gemacht in dieser Saison. Platz 4 der Gewinnerliste insgesamt ist noch ein Club, das Bamboleo, Ingo. Richtig, das Bamboleo, darüber läster ich ja immer ganz gerne mal und sag auch immer vorneweg, ich habe da Hausverbot, was auch stimmt. Letztens wurde mir von einem Freund berichtet, der mit mir in der Schinkenstraße war, dass die Securities des Bamboleo sogar ein Dreieck um mich gebildet hätten, so in Entfernung und mich die ganze Zeit pausenlos beobachtet hätten und dabei in ihre Funken gesprochen haben. Also die sind mir gegenüber sehr misstrauisch, weil ich mal über ihre Türstehergewalt berichtet habe. Aber nichtsdestotrotz, die Schwäche des Bierkönigs ist die absolute Stärke in dieser Saison des Bamboleo gewesen. Die liegen ja direkt gegenüber. Und während im Bierkönig teilweise im alten Bereich zu den Hauptstoßzeiten gähnende Leere herrschte, war im Bamboleo Einlassstopp. Und was noch auffällig ist, beides sind ja im klassischen Sinne Biergärten. Davon ist im
Bierkönig nicht mehr viel zu erkennen, weil der eigentlich komplett zu ist mittlerweile zu allen Seiten. Man kann sogar nur noch richtig schwierig reingucken. Das Bamboleo ist nach wie vor sehr offen und versprüht auch diese Atmosphäre. Die Preise waren Moderator, die Biergartenatmosphäre ist da und den Ballermann Sound gibt's dort auch. Einziger Nachteil, dort dürfen keine Künstler auftreten. Aber das haben die dieses Jahr mal richtig gut gemacht. Respekt dem Bamboleo. Ist mir egal, ihr müsst das Hausverbot jetzt auch nicht auflösen. Auf Platz 5 unserer Gewinnerliste eine Frau, nämlich Maria Barbancho. Der Name wird wahrscheinlich nur Juristen und an Jura Interessierten was sagen. Für mich war sie aber mitunter die Mallorca-Geschichte des Jahres. Und Maria war so am Ende so der rettende Engel der 13 Kegelbrüder, wenn du so willst. Sie ist Strafverteidigerin, die ganz tolles Deutsch spricht. Und gemeinsam mit zwei Pastoren hier auf der Insel Martje, Michels und Holmfried Braun und dem deutschen Konsul Wolfgang Engstler haben sie es geschafft, dass diese 13 Kegelbrüder oder der Großteil davon aus der Untersuchungshaft entlassen wurde. Es gab da ja einen Richter knallhart, der sie trotz mangelnder oder schlagkräftigender Beweise in Untersuchungshaft lassen wollte. Maria Barbancho hat es geschafft, die Staatsanwaltschaft und dann auch den Untersuchungsrichter, die Urlaubsvertretung zu überzeugen, dass die Kegelbrüder freikommen. Das war ein spannendes Drama hier und ich würde mich nicht wundern, wenn diese Geschichte auch mal irgendwann verfilmt würde. Okay, einen hätte ich noch, also jenseits der Gewinnerliste. Stefan, wenn du mir diese Zeit noch gibst, da geht's um das Comeback des Jahres. Darf ich das auch noch hinten ran an die Gewinner anschließen? Nur weil du es bist und in diesem Podcast immer so gut mitmachst. Dankeschön. Oh, das Fleißbienchen aus Berlin. Ja. Also Sonderpreis des Jahres für das Comeback bekommt das Oberbayern. Das Oberbayern ist ja wirklich so die berühmteste Disco des Ballermanns, aber sagen wir mal die letzten 15 Jahre eigentlich nur ein abgeranztes Kellerloch, das eigentlich nur noch aus seiner Vergangenheit gelebt hat. Aber dieser Laden ist jetzt getrennt vom Bierkönig und hat seinen eigenen Weg beschritten und ist dabei noch mal ein bisschen aufgeblüht, denn die Besitzer haben es geschafft, Ballermann-Stars aus dem Bierkönig, der Stürmer-Arena und dem Megapark abzuwerben und die treten jetzt bei sich auf. Zum Beispiel Ina Colada, Markus Becker, DJ Düse, Melanie Müller. Das sind Leute, die dort eine neue Heimat gefunden haben und auch die eingefleischten Ballermann-Fans, die so ein bisschen verschreckt waren vom Bierkönig, haben dort eine neue Heimat gefunden. Also das Oberbayern verfährt nach dem Motto Totgesagte leben länger. Jetzt wollen wir uns, oder ich sage mal eher, jetzt wollten wir uns eigentlich um das Liebespaar der Woche kümmern. Lischer und Lu, die haben nämlich geheiratet. Man kann das auf verschiedenen Medien, konnte man das auch lesen, auch bei Bild.de. Das ist also dieses wirklich witzige Pärchen, das man aus Goodbye Deutschland kennen kann oder dem Sommerhaus der Stars. Wie gesagt, viele haben drüber berichtet aus der Ferne, aber du, Ingo, du warst wirklich da. Wer war denn noch da? Es ist schon mal ganz lustig, im Bild einen Artikel zu lesen über eine Hochzeit, auf der ich war, aber es niemandem erzählen durfte. Also ich durfte, das musste ich Lischer und Lu versprechen, die haben mich eingeladen, aber nur unter der Bedingung, dass ich schweige. Und das habe ich bisher auch getan, aber mittlerweile habe ich auch die Erlaubnis, darüber zu reden. Ich habe aber eigentlich Lischer gebeten, es mal selber zu tun. Ich habe ihr eine ganz einfache Frage gestellt, nämlich sag mal, wie war's und was waren deine Highlights? Und sie hat mir darauf eine Voicemail zurückgeschickt, von der ich gedacht habe, das wären so anderthalb Minuten. Es wurden 20 Minuten. Wollen wir mal in einen kleinen Ausschnitt reinhören? Ja, hören wir mal den Anfang an. Lu und ich waren ungefähr ab 4 Wochen vor der Hochzeit waren wir so negativ auf diesen Tag gestimmt, weil wir so viel Stress von den Leuten um uns herum bekommen haben, dass wir wirklich irgendwann gesagt haben, wir sind kurz davor, diese Hochzeit hinzuschmeißen, weil wir wirklich keine Nerven mehr hatten. Was uns da alles passiert ist, das würde uns niemand glauben. Und das war jetzt der Anfang. Das wurde so lang, dass wir beiden, Ingo, uns entschieden haben, zum ersten Mal in der Geschichte von das 17. Bundesland noch in der gleichen Woche eine Extra-Ausgabe quasi hinten drauf zu packen. Also wenn ihr wissen wollt, warum die Hochzeit von Lischer und Lu fast geplatzt wäre, dann hört hier gleich in dem gleichen Kanal den zweiten Teil.
dieses Podcast. Und wenn ihr uns sagen möchtet, wie ihr diese Lösung findet, dann könnt ihr uns auch gerne die Meinung dazu schreiben unter podcast@bild.de oder in unseren Facebook-Channel Bild Mallorca. Und so viel dann aus der prallen Gegenwart der Insel. Jetzt wie immer an dieser Stelle ein Blick in die Geschichte. Malle History, das Insellexikon. Anfang des Jahrtausends läuft es nicht allzu rosig an der Playa. Die fetten Jahre sind erst einmal vorbei. Das bekommen auch die Stars zu spüren, die allwöchentlich an der Playa auftreten. Costa Cordalis erinnert sich. Es war eine Zeit lang, also ein paar Jahre, wo es schlecht ging. Also da gab es nicht so viele Touristen und nicht so viele Besucher für die Oberbayern. Ja, und diese Zeit war natürlich auch für die Chefs schlecht. Und wir haben eine Vereinbarung gehabt, dass wir die Gage halbieren. Haben wir auch gemacht. Ja, aber dann, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später, hat das Ganze wieder aufgeblüht und es war fantastisch. Besser denn je. Aber der kam nicht auf die Idee und sagte, Jungs, ich gebe euch die normale Gage wieder zurück. Sondern er wollte noch runtergehen. Er konnte den Hals nicht vollkriegen. Ja, und somit sind wir dann zum Megapark gegangen. 2007 wechselt Cordalis gemeinsam mit Jürgen Drews und Isabel Varell zum direkten Konkurrenten Megapark, der damit neuer Platzhirsch an der Playa de Palma wird. Vom Verlust, besonders von Drews und Cordalis, wird sich das Oberbayern nie wieder erholen. Was haben Heavy Metal und Ballermann eigentlich gemeinsam? Die Antwort geben Peter Wackel und Hämatom. Das Interview der Woche. Ich sitze hier in einer der vielleicht schönsten Buchten Mallorcas, in der Cala Barca, in einem sehr spartanischen Hotelzimmer der Hotelgruppe Iberostar. Und hier sitzt eine Mixtur an Menschen vor mir, wie man sie auch nur sehr selten so zu Gesicht bekommt. Auf der einen Seite der Mann vom Ballermann, Peter Wackel, und auf der anderen Seite der Mann vom Heavy Metal Ost von der Gruppe Hämatom. Und sie sitzen beide auf einem Sofa im 70er-Jahre-Schick. Und ich frage, wie passiert das, dass ihr beide hier gemeinsam auf diesem Sofa sitzt? Du hast mich so schön zuerst benannt, deswegen schieße ich einfach da los. Also als allererstes haben wir Klamotten getauscht. Ich komme heute in Schwarz und du bist ja... Weiß unterwegs heute. Ja, im blütenreine Weiß, fast schon so ein Hellblaustich drin, wunderschön. Ich mag es aufzufallen. Das heißt, und wenn du hier ein weißes Shirt anhast, dann kann sich jeder dein Gesicht merken, und zwar über Wochen. Okay, damit wir wissen, wo wir sind. Also wir sind nicht nur in der Cala Barca, sondern wir sind auf einem Festival. Was ist das für ein Festival? Wer tritt hier auf und wie lange geht das Ganze? Das ist das Full Metal Holiday Festival, inszeniert von Wacken. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher, wie lange es dauert. Ich glaube eine Woche, von Montag bis Sonntag irgendwie, treten hier am Tag, ich weiß es nicht, 4, 5, 6 harte Metal-Künstler auf aus ganz Europa, die sich hier treffen, Metalheads einen schönen Urlaub zu bescheren. Wie geht das zusammen? Also Heavy Metal verorte ich auf Mallorca, wenn in den Industrievierteln Palmas, aber doch nicht in so einer beschaulichen Bucht. Das würde ich ja sehr gerne an Peter weiterspielen, die Frage, weil er ist ja hier Experte aus Male. Aber ich finde nicht, dass es nicht zusammengeht. Ich glaube, der Heavy Metal kann überall stattfinden, ob er jetzt auf der Kreuzfahrt stattfindet oder hier in dieser schönen Gegend stattfindet oder eben in den Kellern, die seit Jahrhunderten kein Licht gesehen haben. Irgendwie geht es immer auf. Was würdest du sagen? Also das ist ja das Schöne, diese Full Metal Holiday Reise gibt es jetzt schon seit Jahren und ich bin auch nicht zum ersten Mal dabei, sondern war immer Gast hier und jetzt erfüllt sich ein kleiner Traum bei mir, dass ich eben mit der größten, berühmtesten deutschen Heavy Metal Band, Hämatom, nein wirklich, ich bin halt schon lange Fan, auf der Bühne stehen darf und es klappt. Also, witzigerweise bin ich hier zum dritten Mal in diesem Jahr, also ich war hier bei einer Schlagerreise schon auf der Bühne gestanden im Mai. U104, man muss unter 104 Jahre sein. Das ist ja ein ganz dass man teilnehmen darf, U104. Ja. Dann war ich bei einem Versicherungs-Incentive hier für eine Firmengruppe aus Aachen und jetzt bin ich bei der Heavy-Metal-Reise und irgendwie trifft man sich eben immer hier. Ganz kurz erklärt, die Saison ist hier einfach früher zu Ende als an der Playa de Palma bei uns, am Ballermann, und deswegen kann man diesen ganzen Club mieten. Sonst ist das ja auch ein Familienclub und wo vor 4 Wochen noch die Kinder im Kinderparadies gespielt haben, stehen jetzt die bösen Jungs mit den Gesichtsmasken, schwarzen T-Shirts, die Finger nach oben und... Ja, und ich würde sagen, die schwarzen Jungs, die spielen genauso, also sie machen genau das Gleiche. Sie spielen in diesen Kinderbanderies, aber halt mit 43.
Aber wie kommt ihr jetzt nun zusammen? Du wirst hier nämlich heute mit Hämatom gemeinsam auf der Bühne stehen. Ja, das ist eine eigentlich kurze und auch eine ganz lange Geschichte. Die kurze ist, es regnet Bier, gab es auf Wacken, ein Wahnsinnserfolg. Das ist ein Song von euch, von Hämatom. Das ist ein Song von uns, genau, den wir... Ach, da gibt es so eine Spaßwette und wir haben gegen eine andere Band um die schönste und beste Festivalhymne gekämpft. Wir haben zwar verloren, aber wir haben Peter gewonnen. Aber ich bin da. Und seitdem singe ich das Lied eben auch im Bierkönig. Es gibt eine Partyversion von mir, die singe ich zurzeit auf jedem Oktoberfest. Und ich hatte wirklich größte Bedenken, Süd, dass er hier auch im Bierkönig das absolut... Ost. Er kennt mich nur mit Privatnamen, ist der Einzige. Ich bin ja Süd in Mallorca, also genau. Lieber Ost. Ist der einzige Mann, der meinen Privatnamen kennt, deswegen natürlich. Ist er ein bisschen ungeübt. Und deswegen bin ich auch so stolz, im Bierkönig hat die Nummer so eingeschlagen, ohne Bierspritzer. Weil ihr habt ja auch so richtig heavy Videos bei euch. Haben wir für heute vorbereitet übrigens. Finde ich perfekt. Aber ja. Im Bierkönig hatte auch der Bierkönig-Chef schon mal so Angst. Oh Gott, wenn hier da wackelt das Bier rumspritzt. Aber wirklich, war das Thema? Ja, es war wirklich Thema. Vor dem ersten Auftritt. Ich habe das Bier geschickt. Wir machen heute eine große Songpräsentation. Seit wann darf man dann kein Bier mehr im Bierkönig spritzen? Das Bier ist dann doch was anderes, wenn das eine Person macht im Privatbereich, als wenn 3000 Mann bei mir das machen. Und die Bedenken waren berechtigt. Okay. Ich war dann so froh, dass wirklich nichts Großes passiert ist. Und es hat sich auch so gehalten. Ja. Auch in Deutschland ist da echt Ruhe. Und dieses Dö-Dö-Dö-Dö ist ja wie eine Mallorca-Hymne. Also ich singe das ja gerne später dann live auf der Bühne. Aber es ist wirklich eine Hymne, würde ich fast sagen. Du sagst Festival-Hymne. Und es ist eben auch ein partytauglicher Text. Und es kommt sogar das Wort Bierkönig drin vor, ne? Es kommt sogar das Wort Bierkönig vor. Und ich glaube, das ist auch das, was uns verbindet am Ende. Am Ende ist das Bier... unsere Friedenspfeife zwischen dem Schlager, zwischen dem Metal, zwischen dem Punk und Hip-Hop, egal, ich glaube, dieser Text würde, zumindest dieser Refrain, würde wirklich in jeder Musikrichtung funktionieren. Und eigentlich, wenn man das so will, weil die Frage zieht ja darauf ab, wie wir das hingekriegt haben, das zusammen zu machen. Eigentlich haben wir viel zu spät zusammengearbeitet. Wir kommen eigentlich ursprünglich beide aus Franken, gar nicht so weit entfernt, wahrscheinlich einen Steinwurf entfernt. Die Frau unseres Schlagzeugers war mit dir sogar, glaube ich, in der Klasse. In Erlangen, ich weiß, unglaublich. Und mein Schlagzeuger kennt wieder die halbe Band von euch und Wittlers und allem querbeet. Also die Beziehungen sind ja da. Und ich bin wirklich auch schon länger Fan von Hämatom, gerade auch so eigene Lieder, Covernummern, seid ihr auch ganz stark. Und ihr kennt mich auch von den Mallorca-Sachen. Und so haben wir... nun auf Mallorca geheiratet. Und es war ein einziger Anruf. Wir kannten uns aber wirklich, also persönlich jetzt noch nicht. Und es war ein einziger Anruf und es war Liebe auf den ersten Hörer. Chick. Also wer hat wen weshalb angerufen? Das ging irgendwie, glaube ich, über Holger Hübner. Der hatte irgendwie so diese Connection dann. Holger Hübner ist so der Chef von Wacken. Der Chef von Wacken, genau, zusammen mit Thomas Jensen. Und der hat irgendwie die Connection hergestellt und wir haben uns dann irgendwie angerufen und dann wussten wir, okay, alles klar, die Wellenlänge, die ist aber sehr ähnlich. Und jetzt kommst du bestimmt, woher kenne ich jetzt wieder Holger Hübner? Weil das ist die lange Geschichte. Ich war ja früher in Erlangen auf der Schule. Also ich hatte ja wirklich lange Haare. Du kennst ganz alte Bilder noch von mir, Ingo. Man kann das auch schön googeln bei mir. Also eine Matte, ich war immer Heavy Metaler mit Hein Gericke, Jacke, mit allem drum und dran. Ja. Kam dann über die Blasmusik bei uns im Dorf zum Schlager, weil der wurde halt auch schön getrunken und Party gemacht. Aber natürlich, das Metal-Herz, das stirbt ja nie. Und irgendwann war ich vor 5 Jahren mal auf Wacken, vor 6 Jahren, vor 3 Jahren. Ich war halt immer wieder mal da als Gast. Dann über Holger kennengelernt, ein bisschen Backstage im Artist-Bereich. Und so kommt dann diese Verbindung wieder her. Du sagst, Wackel. Das wäre doch was für dich. Wo macht ein Mettler eigentlich Urlaub? Wo macht ein Mettler Urlaub? Ich würde sagen, entweder in einer Metzgerei, in einem Keller, in einem Verlies oder auf Malle halt. Nee, ernsthaft? Also gibt es da halt, also Metal tatsächlich hat hier nicht so die Kultur, du denkst bei Mallorca und sofort an Urlaub und dann an Peter Wackel und Mickey Krause, aber irgendwie ist doch Metal sehr weit weg von so Sonne und Sonnenschein, oder? Der Bierkönig in der ersten Reihe bei mir und feiert nur zu Schlager, Scheiß drauf, Metal ist nur einmal im Jahr und sowas, das singt er immer. Deswegen. Also, du bist schon ein Ballermann-Gänger, kann man sagen? Das jetzt wird's böse, weil wir jetzt hier sind, sage ich ja. Nee, du, ich hatte eine Standardreise, die man mit 18 unbedingt mal machen muss, mit einer großen Gruppe von Kumpels und Kumpelinnen zum Ballermann und habe da alles mitgenommen, was man so mitnehmen muss, in Clubspielen. Also Sex auch? Sex, Drugs and Rock'n'Roll, yes. Oh Sex, Gott. Beer and Rock'n'Roll. Und seitdem war ich tatsächlich nicht mehr am Ballermann, aber sehr oft irgendwie auf dieser wunderschönen Insel, weil ich die wirklich fantastisch finde. Und du bist immer eingeladen und die ganze Band. Aber das wird sich jetzt wieder ändern. Jetzt werden wir regelmäßig
regelmäßig hier sein und vor deinem Haus zelten, wenn es okay ist, Peter. Das ist kein Problem. Und dann zieht einfach diese bunten Anzüge an, wie in dem Video von Es regnet Bier. Dann bin ich total glücklich und ihr dürft euch aufstellen mit Maske auf der Bühne und der Bierkönig freut sich. Das machen wir unbedingt. Ohne Scheiß, das machen wir. Wann ist wieder Saisoneröffnung? Nein, ich habe immer noch bis Anfang November mein letzter Auftritt dieses Jahr ist am 1.11. Und dann geht es ja wieder so nach Ostern, im April geht es nächstes Jahr wieder los. Ich habe gerade eine Idee, die erzähle ich dir aber, sobald dieses... Mikrofon aus ist, das finden wir jetzt aber doof. Ich habe gerade eine Idee. Ihr steht gemeinsam im Bierkönig auf der Bühne, irgendwann. Wir bringen am 4. November unser neues Album raus und wäre das nicht toll, dass wir da irgendwie um diesen Dreh herkommen und dann irgendwann Spaß machen? Da bin ich in Nürnberg. Na, am 4. nicht, aber am 1. Das hast du gesagt. Erster, super. So. Das war ein richtiger, schöner Saisonabschluss. Oder? Der letzte Auftrittstag im Bierkönig. Danach ist wirklich aus. Das ist nämlich dieses verlängerte Wochenende mit Halloween, mit allem drum und dran. Leute, ihr seid live dabei, während hier gedient wird. Ja. Also, höre ich da genauso. Also alle, die das heute verpassen. Freitag auf Montag auch in Metal spielen. Mach ich, kenne ich auswendig. Ja, das ist super, das wäre so ein Traum von mir, weil dafür bekomme ich am Samstag Gold im Bierkönig und dann machen wir gleich beides auf einmal. Sehr gut. Ja, sehr gut. Geil. Also da sind so viele Themen jetzt auf einmal gestolpert, aufeinander gestolpert. Also Peter, ich bin noch da. Am 1.11. bin ich noch da. Am 3.11. der letzte Podcast. Vielleicht schneiden wir das dann ja auch mit, was ihr da im Bierkönig verzapft. Also du hast gerade viele Themen angesprochen, nämlich dein letzter Auftritt ist der 1.11. Aber vorher gibt es nochmal Gold, dein zweites Gold für Freitag auf Montag. War ich drei, warte ich auch schon 5 Jahre drauf. Aber jetzt ist es soweit. Ich freue mich auch. Ist das noch irgendwas Besonderes? Also wie viele habt ihr denn eigentlich? Wie viele goldene Schallplatten? Der war gut. Gemein, oder? Wir haben tatsächlich nur schwarze Schallplatten. Was anderes wird bei uns nicht verdient. Nein, haben wir noch nicht. Ich bin sehr neidisch. Wir waren mit einem Album knapp davor, aber seit der Veränderung der Chartregularien und der Umstellung praktisch auf Streaming ist etwas schwerer geworden. Und deswegen mal gucken. Also der Mettler streamt nicht so, der ist eher so der Käufer. Tatsächlich ist es immer noch so, dass der Mettler sehr, 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 also sehr auf physisches Produkt steht zum einen und zum anderen jetzt gerade erst das Streaming entdeckt, so habe ich das Gefühl. Also im Prinzip ist das genau der Unterschied zum Ballermann, der das Streamen ja liebt und damit holen jetzt die, sagen wir mal, Nachwuchskünstler so nach und nach die goldenen, die du dir eigentlich echt hart erkaufen musstest, oder? Das bringt eben die Zeit mit sich, aber man hört das ja auch, sind wir mal ehrlich, meine Musik kauft ja keiner auf einem Album, wie jetzt ein Metal-Album, sondern ich werde ab 22, 23 Uhr gehört, bei der Geburtstagsfeier, auf irgendeinem Trinkfest, wo sagt, ey, scheiß drauf jetzt ist mal Schluss mit der schönen Musik, dann kommen wir und da ist natürlich Stream für uns perfekt, weil klar hat irgendwie jemand eine Ballermann-Hits daheim rumfliegen, aber da ist wieder nicht der Hit aus dem Sommer drauf oder das fehlt und deswegen ist Streaming eigentlich für uns schon super. Ich merke es ja selber, ich streame unheimlich viel, aber meine Lieder kamen eben ein bisschen zu früh raus, da gab es diese Streaming-Wertung noch nicht und deswegen dauert du, es. Du bist zu alt. Ja, ich bin nicht zu alt. Also der Körper ist 18, also die Seele, aber der Körper sieht nur aus wie 45, aber das ist halt so. Ganz kurz, es ist so schade, dass wir uns erst am Ende der Saison treffen. Wir könnten so viele schöne Themen reden, wie zum Beispiel, du bist gerade aus Brasilien gekommen, da warst du auch beim Oktoberfest. Nee, da fliegst du noch hin. Gut, wir könnten so viele schöne Themen reden, wie zum Beispiel, du fliegst demnächst nach Brasilien. Vielleicht zwei Sätze dazu, lieber Peter. Da freue ich mich sehr mit 4 Lederhosen im Gepäck, 2 schöne große Auftritte. Brasilien hat nach München in Blumenau das zweitgrößte von der Personenanzahl her Oktoberfest der Welt. Ist eben so eine deutschstämmige Gemeinde und da gibt es Bierparade und ich trete jeden Tag auf und für ganze 4 Nächte bin ich dann also in Brasilien. Zum ersten Mal in meinem Leben und ich freue mich extremst darauf. Das ist die zweite Sache, auf die ich sehr neidisch bin. Ach Mensch! Also Heavy Metal und Oktoberfest, geht das irgendwie? Auf jeden Fall. Ohne Scheiß, ich spiele mit dem Gedanken, dass wir vielleicht nochmal, können wir auch wieder später drüber sprechen, nächstes Jahr ein eigenes Hämatom-Metal-Oktoberfest zu machen. Oh geil. Das ist immer eine gute Idee, finde ich super. Ohne Scheiß, ich glaube, das würde funktionieren. Ja. Wie ist denn so deine Bilanz nach 2022. Wie war es für dich diese Saison? Wir haben ja das Gespräch jedes Jahr. Brutal positiv. Also es war einfach ein geiles Jahr. Bei uns Finca-Vermietung top, die Auftritte wahnsinnig voll. Ich habe sehr viele Ersatzauftritte gemacht für viele Künstler. Im Bierkönig irgendwie war ich der Einzige, der dann auch immer konnte, aus welchen Gründen auch immer. Muss man sich mal fragen, woran das liegt, was? Ach, ich weiß es auch nicht, aber ich bin ja immer am Start, wenn dann der Anruf einen Tag vorher kommt, kannst du morgen? Bitte, 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 bitte. Sag ich, natürlich bin ich ja da. Nee, es war ein ganz tolles Jahr, die 17-Uhr-Geschichte Bierkönig, auch nach 2 Jahren Pause. Ich meine, bei mir war es ja letztes Jahr, war ja noch dieses Bestuhlungsthema im Bierkönig. Das war ja dann erst zum Schluss im Oktober durften ja sich dann die Menschen wieder frei bewegen. Und wenn man das dann anschaut, letztes Jahr August, September, wo Auftritte stattgefunden haben mit
100 Mann und jetzt stehen da wieder 3000. Das macht schon richtig Spaß. Also für mich war es ein Top-Jahr. Ich freue mich auch auf die nächsten Jahre. Und den Abschluss werden wir sehen am 1.11. Du gemeinsam mit Ost / beziehungsweise ganz Hämatom. Ist ganz Hämatom dabei? Ich kann es noch nicht verraten. Wir haben ein bisschen unser Problem mit unserem Sänger, der ja an sehr schwierigen Ohren leidet. So rum. Und deswegen sind für ihn Flüge so wirklich mit Vorsicht zu genießen gerade. Der muss sich sehr, sehr, sehr schonen. Deshalb weiß ich nicht, aber mal gucken. Aber ich werde nicht allein kommen, das kann ich versprechen. Also man kann auch mit der Fähre nach Mallorca übrigens, dauert halt ein bisschen länger. Einfach mal ein bisschen mehr Mühe geben. Schönes Schlusswort. Danke, die Herren. Und danke. Gleich gemeinsam zum ersten Mal auf der Bühne in der legendären Metal-Bucht Kalabaka mit Peter Wackel und Hämatom. So viel Mallorca für heute, beziehungsweise für diesen Teil des Podcasts. Eine Hausaufgabe für dich, Ingo, die habe ich noch aus der Hörerpost gefischt. Wir haben einen ganz lieben Brief bekommen von Nina aus Hamburg. Die schreibt, liebes Podcast-Team, hallo Herr Wohlfeil. Oh. Respekt, also für den Master of Disaster. Ich freue mich jede Woche auf den Podcast, obwohl ich noch nie am Ballermann war, wenn so richtig was los war. Wir sind sehr oft auf Mallorca und würden es klasse finden, wenn ihr die Winterpause nutzt, um das Mallorca-Universum abseits der Partymeilen mit Gästen zu besprechen. Es wird sicherlich viele Hörer interessieren, was der Gegenpol zu Bier- und Schinkenstraße zu bieten hat. Das nehmen wir beide mal mit. Wir sollen da in unserer Redaktionssitzung drüber sprechen. Liebe Nina, ich würde sagen, das machen wir. Gell, Ingo? Das machen wir. Ich wollte ja auch am 3. November eigentlich die Insel verlassen. Nur sind die Flugpreise so ein Albtraum, dass ich länger bleiben werde. Also zwischen dem 25. Oktober und dem 6. November sind die Flüge nicht zu bezahlen. Besonders die nach Deutschland zurück. Also Basic-Tarif beginnt da in der Regel bei 250 Euro und endet bei 550 Euro. Aber es ist wirklich ein Albtraum, zurückzukommen. Also muss ich halt ein bisschen länger auf Mallorca bleiben. Habe ich mal auch die Zeit, mir die Dinge anzugucken, wo ich sonst nicht so die Zeit für finde. Hörerpost immer gerne. Liked uns, wenn ihr mögt. Schickt uns Feedback, wenn ihr mögt. Wir sind weiter für euch da.